Wunderbar. Nächste Runde. Herzlich willkommen. 350 TD. Hing direkt am Anfang des Streams hier rum. Tondret, guten Abend. Crazy Camel ist wieder da. Lange nicht gesehen. Oder doch mal so zwischendurch immer mal wieder gesehen. Thomas, herzlich willkommen. Ja, Zeit für ein Duell. Nu, subscribed. Auf Tier 2 sogar. Vielen Dank, Nu. Bereits für 5 Monate aktuell im zweiten fortlaufenden Monat. Danke, danke. Miss Sunset hat es auch noch pünktlich geschafft. Hallo Miss Sunset, herzlich willkommen. Unrat, auch mal zum Start des Streams hier. Willkommen Unrat, mach es dir bequem. Auf Lizard, jetzt wird aber voll. Hallo, hallo Auf Lizard. Und nu schmeißt man mit 100 Bits, ne 90. Vielen Dank für 90 Bits. Ja, Tonrad nimmt ordentlich Schaden als Streamboss. Keine Ahnung. Ja, hat noch 4800 irgendwas. 4888 oder so ähnlich liest sich das von hier aus. Ja gut, wir hatten beim letzten Mal mitten in einem Tech-Turnier aufgehört. Das heißt, wir müssen tatsächlich heute zu Beginn des Streams den Spielstand vom letzten Mal laden. Ansonsten schmeißt er uns nicht an der Stelle raus, wo wir aufgehört haben. Und ich habe ein schlimmes Versprechen beim Ende des letzten Streams gemacht. Ich habe gesagt, wir Tech-duellieren uns mit allen, die wir noch nicht kennen. Das wird schrecklich. Warum muss ich mir das antun? Okay, wen kennen wir denn alles noch nicht? Die beiden kennen wir, die beiden kennen wir, die beiden kennen wir, die beiden kennen wir. Wir kennen Deloge, Deloge? Deloge noch nicht. Uff, na dann, fangen wir mal an. Ich höre erst auf, wenn mein Gegner aufgegeben hat. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, relativ schnell aufgeben zu wollen. Mal wieder mit Jaden als Partner rumlaufen, aber was soll's. Tun wir's. The Chess, in der Tat The Chess. Wir versuchen gleich mal, ob The Chess herausforderbar ist als Tech-Dual-Gegner oder aber auch hier im Tech-Dual sagt, Immerhin steht er direkt. Okay. Immerhin steht er direkt neben Bastion rum. Das ist theoretisch eine saugute Staatsaktion, aber ich befürchte, dass er den Cybercrew trotzdem spielt. Mhm. Mhm. Oh, bitte spiel nicht den Cybercrew. Oh, bitte spiel nicht den Cybercrew. Oh Gott, das gibt eine KI-Katastrophe. Oh, er hat ihn nicht gespielt. Danke. Ich habe echt Angst gehabt. Okay, da beschwere ich mich nicht, der hat in der ersten Runde 2400er fusioniert. Friedensbote, das ist ungünstig. Haben wir irgendwas dagegen? Schmerzen teilen. Monster zerstören. Das ist doof. Da hat Mr. Jaden einen richtig guten ersten Zug im Endeffekt gemacht, aber der Gegner hat Friedensbote und wir können nicht killen. Das ist doof. Hm. Okay. Kann leider überhaupt nichts machen, was sehr, sehr schade ist. Dammit. Oh, der Ray ist da. Hallihallo, Ray. Ich hab schon befürchtet, du streamst There is no game heute Abend, während ich streame. Streamst du heute noch? Ja! Schwerer Sturm! Boah, Jaden! Jaden MVP! Nein, magische Störung. Ah, okay, da kann er aber nichts für. Ja, das ist sehr ärgerlich, aber wie gesagt, da kann er echt nichts für. Das kann ich der KI nicht ankreiden. Da kann er was für. Warum in der Welt setzt er meinen Blazen in die Verteidigung? Der Heck-KI. Oh Gott, Stämme infizieren, der Virus ist nicht gebannt. Oh Gott. Oh nein. Das ist Imba. Oh mein Gott. Bitterpotter, guten Abend. Seriously. Das ist doch schon GX-Zeit. Wie in aller Welt ist Stämme infizierender Virus überhaupt noch erlaubt? Oh, Tondret hat Miss Sunset ein Stufe 1 Abo geschenkt und damit insgesamt schon 19 Abos verschenkt. Vielen, vielen Dank, Tondret, für den Gift-Sub. Machst du immer wieder selber ein bisschen Damage. Thank Gott, dass die KI ihre eigenen Monster opfert, aber es ist trotzdem nicht schlecht.
Das ist ja richtig mies hier mit dem stämmeinfizierenden Virus. Ja, was tun, ne? Nervus, der insgesamt über die ganze Zeit, die er hier ist. Ich bin mir relativ sicher, ziemlich viele davon waren von damals am Anfang, als wir noch die E-Mails gesammelt haben. Ich weiß, ihr habt Giftsubs wie Blöde rausgehauen in dem September damals. Okay, Endless. Ja, dann sind irgendwie zu langsam. Was, im Dich besiegen oder was? Ja, wenn die KI will, wir sind down, quasi. Wir können nicht viel tun, weil friggin' Stämme infizierender Virus. Die Karte ist nicht umsonst eigentlich immer gebannt. Immer! Wie ist sie erlaubt? Gut, jetzt macht der Cyberguck da mal Sinn. Gut, dass er noch ein schwarzes Loch gezogen hat. Eieiei. Also Jaden MVP. Jesus, legendärer Fischer. Jetzt bin ich gespannt. Das könnte jetzt übel enden. Pinguin. Und Pinguin. Rottweiler. Sportman. Stufenbeschränkungsgebiet B. Boah, was ist das für ein Sack, gegen den wir da schon wieder duellieren müssen? Ich hasse solche Gegner. Ugh. Ja, wir können nichts gegen das Vieh machen. Wir können mit Rottweiler angreifen, aber was bringt uns das? Das ist echt fies. Ja, Spielmann Angus. Ich glaube nicht, dass wir dieses Duell hier gewinnen werden. Ist das ein Online-Match? Ne, ist ein Offline-Match. Okay, wir können nicht mit Rottweiler angreifen. Oh mein Gott, ey. Wie ich solche Decks verabscheue. Das Allerschlimmste ist, diese Decks sind meistens überhaupt kein Problem, wenn man selber ein richtig ausgebautes Deck hat. Aber solange wir noch keinen schweren Sturm haben, ne, ist das natürlich die Pest. Donnert schon wieder! Donnert hat 350 TD in Stufe 1 Abo geschenkt und ist auf 20 hochgegangen. Vielen, vielen Dank. Außerdem Ryokami Chris, moin moin, herzlich willkommen im Stream. Legendärer Fischer, das ist überhaupt nicht gut. Ja, ja, wir haben eine Sache bestimmt. Gut, gut. Jetzt ist die Abozahl glatt, genau. Müssen wir sowieso ungerade machen. Tja, wir haben einen Call. Aber was bringt uns ein Call? Wir können die Donnergiganten zurückholen, aber es gibt nichts zu zerstören. Puh. Das ist echt übel jetzt. Sie kommen so zerstören, wenn Friedhof gelegt wird, Elementar und Poli. Vor allen Dingen, weil Jadens schwerer Sturm schon weg ist, ist das richtig fies. Es gibt nur sehr wenig, was wir überhaupt ziehen können, was uns was bringt. Er killt Rottweiler, okay. Das ist ein bisschen ungünstig, weil wir kriegen die Sachen jetzt. Ich hätte gern Clayman. Ja. Visionsweiser, großartig. Dieses Duell kann sich übrigens nur noch um Jahre handeln. So, 100 Schaden durch den. Der Grizzly hat jetzt leider auch 3 Sterne. Okay. Bringt uns herzlich wenig. Tja, also. Oh, richtig! Ich habe aus irgendeinem Grund erwartet, wir können ja dann die Fusion durchführen, aber wir haben ja sein Fusionsdeck gar nicht. Ja, sorry, Kevin, das hat mich niemand dran erinnert, ich hab's vergessen. Ich werde die Emotes dran
bei nächster Gelegenheit tauschen, wenn ich tatsächlich dran denke. Sorry. Ja, bringt's uns was, wenn wir Donnergigant zurückholen? Wie viele Verteidigungspunkte hat das für ich? Nur 1,5. Ugh. Viel zu wenig. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum unser Gegner nicht angegriffen hat. Oh, der ist zu stark. Der ist nicht zu stark. Ah, okay, er kommt hier nicht durch, deswegen. Eckversteher. Ja, wir bleiben erstmal dabei, ne? Ich hoffe, dass wir irgendwann mal irgendwas gegen diese verdeckten Zauberfeinkarten hinten tun können, aber so wie das momentan läuft, wird da nichts. Ja, viel Spaß. Das ist ein 2000er Verteidiger. Verdammt. Wolkenkratzer, sehr gut. Wolkenkratzer hilft. Flump. Po. Oh, er kann. Oh. Ich habe ihm jetzt natürlich mal Trage gegeben, dass er die beiden fusionieren kann. Das ist nicht gut. Call? Willst du. Aber. Was? Kai, was tust du? Bis gerade eben hast du das aus irgendeinem Grund noch nicht getan. Und jetzt plötzlich? Und wir haben eine Satzlänge in der Ozean, natürlich. Oh, das Ding aus dem Krater. Okay. Weird. Das hat jetzt vollgebracht. Und jetzt? Ich habe jetzt eine Poli für, wenn wir den anderen Cyberdrachen ziehen. Setzt man Cyberdrachen. Sod wollte das machen. Ich habe leider noch nichts von ihm gehört, was das angeht. Natürlich benutzt er den Effekt von Donnergigant. Nein! Warum flippst du mir den Cyberdrachen? Ich wollte, dass da angegriffen wird, damit wir zumindest ein bisschen Schaden machen. Boah. Schieferkrieger, oh großartig. Nur noch irgendwas mit halbwegs Verteidigungspunkten? Nein, großartig. Halt mal die Poli ausfällt und ich meine Wende. Mhm. Das fällt auch wieder leer. Das hat gerne für eine Sekunde ins Timeout versetzt. Okay. Hat er gezogen? Avian oder so? Ich bin ja froh, dass die den Friedensboten einfach weiter bezahlen. Oh, er hat finstere Katapultierer gezogen. Hat der zufälligen Effekt der Schar? Möbius! Aber die restlichen Karten. Oh, das ist so gefährlich. Oh, der kann auch Zauberfallen zerstören. Ah, oh, Jesus. Aber. Während deines Standby-Phase, falls diese Karte in Verteidigungsposition liegt, lege eine Zählmarke auf diese Karte. Entferne eine Anzahl von Karten in Höhe. Was? Eine Anzahl von Karten in Höhe der Zählmarke auf dieser Karte aus deinem Friedhof aus dem Spiel. Die gleiche Anzahl an Zauberfallenkarten aus dem Spiel. Okay. Okay, wir gehen das ganz ruhig an. Ganz ruhig. Aktivieren. Ja. Bewusst hier dunkle Fabrik der Massenproduktion kann weg. Und dafür hätte ich gerne das Stufenbeschränkungsgebiet B entfernt.
Dann können wir den mechanischen Jäger spielen. Endface. Zweiklauenangriff. Oh, das ist nicht gut. Bitte den mechanischen... Ja, die haben nämlich... Ja, der hat seinen Drachen geopfert und den mechanischen Jäger gekillt. Vielen Dank. Vielen Dank. Moment, hat's... Hat Cameron jetzt nach einem Timeout gefragt, oder nicht? Friedensbote... Da hinten haben wir einen Gravity Band erledigt. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir kriegen nur einen Counter. Dieser Katapultierer ist... worth. Absolut worth. Wenn eine Stimme in den Rücken stärkt, ja, ja. Okay, dann entfernen wir... Die Cyberdose braucht sowieso niemand wieder. Dann killen wir diese Karte da. Wunderschön, das war eine Geisterbarriere. Mhm. Was liegt hier? Ein Avian. Interessiert sich sowieso keiner für. Dann spielen wir mal den Schieferkrieger-Modus. Mhm. Immer schön mit der Ruhe. Erstmal die ganzen Zauberfallen zerstören, die uns jetzt noch die Tür vermasseln könnten. Da können immer noch genügend fiese, verdeckte Monster liegen wie. Tschüss, Avian. Heldensignal aktivieren? Oh, warum nicht, ne? Stufe 4 oder niedriger. Bis Name Elementarheld enthält. Oh, hab ich noch gar nicht. Verwandlungskrug, da bin ich nicht so glücklich mit. Der wird wahrscheinlich den Friedensboten jetzt leider killen. Ja, das habe ich befürchtet. Ugh. Hinfort, Schurke! Die KI hat's geschafft. Die KI hat es noch hingekriegt, dass wir das Duell verlieren, nachdem wir extra noch so dermaßen vorsichtig waren. Ja, wir haben den Katapultierer verloren. Heldensignal? Oh ja, geht der aus dem Deck. Okay, er hatte... Mhm. Hat er doch noch was. Okay, gut, dass er das Gebiet B aber jetzt erst aktiviert hat. Wenn er das Gebiet B am Anfang des Zugs aktiviert hätte, hätten wir jetzt ein Riesenproblem gehabt. Okay, dann wird's jetzt Zeit für Möbius, aber ohne den Katapultierer sind unsere Chancen plötzlich deutlich schlechter. Dreck. Gebiet B triggert tatsächlich vor Möbius-Effekt. Das ist nicht gut. Okay, weg mit Gebiet B. Und ja, wir müssen noch den Fortschurke loswerden. Gehst du wieder in den Angriff? Zwangs der Bekürzungsgerät kommt aus Fels. Butterface. Fallenkern unberührt. Kennen wir das Viech halt. Geisterbarriere. Okay. Ist nicht so schlimm. Okay. Kuribo. Keiner liegt nahe Tom Pinguin. Nein. Okay, wenn das können wir Möbius dadurch nochmal spielen, bitte zerstör was Sinnvolles. Nein! Ja, das war's. Du hast verloren. GG. Wie lange hat's gedauert? Was? Moment. Ja doch, recht locker. Und wir hätten's gewinnen können, aber nein. Die KI hat's vermasselt. Zugegebenermaßen hat die KI am Anfang das Duell auch lange Zeit gerettet, aber... Ugh.
Hast du nicht drauf? Ich hab mehr erwartet, komm schon. Habe ich gesagt, dass heute die reinste Folter wird, wenn wir gegen KI spielen, mit KI im Tag spielen. Und das war gerade mal das erste Duell. Wir haben irgendwie 5 oder so, die wir hier machen müssen, glaube ich. Ugh. Die nächsten. Ein Duell, was? Aber klar. Warum nicht? Papier. Yeah. Nee, kein Papier. Schere. Schere gewinnt gegen Papier. Ich bin nur einmal damit. Tagduell gegen Leben und Jenseits und meine Farbe. Mhm. Oh, ein Fensterkatapultierer, der in der ersten Runde gekillt wird. Porkömmling Goblin, okay. Porkömmling Goblin, okay. Was zur Hölle? Was spielt der? Ja, gut, dass wir den Katapultierer in verdeckter Verteidigung da liegen haben, das ist super nützlich. Dann opfern wir doch mal einen Katapultierer in verdeckter Verteidigung. Für einen Blowback. Yep. Go, go, Blowback. Zerstöre doch bitte diese Karte. Nicht. Es ist Leiche von Yatagarasu. Warum hat nur Zikan? Ist noch so ein Typ wie der, ich weiß nicht, wie er heißt. Halt, der Typ, der immer oberkörperfrei rumläuft. Und? Snipen wir so? Immerhin haben wir sie zerstört. Großartig, großartig. Ich weiß nicht, ob wir der KI tatsächlich ein Zwangsverfügungsgerät hinlegen wollen, aber ich tue es jetzt mal. Könnte gefährlich sein. Der Koichi, Kampflokomotive. Verwandlungskrug, naja. Call, call. Hat jemand Call? Tun wir einen Staubzernauer noch mit raus. Wurde da vielleicht was Sinnvolles abgelegt, dass die Eingreiftruppen sinnvoll werden? Naja, was in aller Welt? Was ist das für ein Deck? Hä? Tollkühne Gier. Mhm. Naja, aufschlagen. Okay. Naja, wir haben 2 Calls. Wir behalten den mal für unseren Friedhof. Jo. Ich hätte dann gerne unseren Blowback zurück. Besten Dank. Und dann hätte ich noch gerne den Staubtornado aktiviert, weil er hat da irgendwas gespielt. Und zwar der Gegner, der nicht irgendwie nur Ziehkarten spielt. Auch eine Bottomless. Okay, das war sinnvoll. Jane, mach was Sinnvolles. Wenn das treffen würde, das wäre tatsächlich sehr sinnvoll. Ah. Ah. Yes! Nice. Sehr gut. Spookman im Angriffsmodus. Sieht gar nicht schlecht aus. Vor allem, wenn einer unserer Gegner tatsächlich nicht spielt. Oh, Camel, hast du gerade das LP um einen Monat verschoben? Das ist nett von dir. Kathedrale der Adligen. Oh, die hat ja einen komplizierten Effekt, oder? Der Besitzer dieser Karte kann Fallen in der Runde aktivieren, in der diese gelegt werden. Wenn du diese Karte und die mystische Bestie Zerket, bla bla bla, mal bla bla. Okay. Können wir eine der Verdeckten versuchen zu killen? Wie die da? Ja. Nein, können wir nicht. Okay. Ich hätte gerne Menschenfresser gespielt. Ich greife erstmal an. Da sind noch so verdeckte Karten, vor denen ich erstmal gucken will, dass sie uns nicht komplett zerstören. Das ist aber scheinbar auch der Fall. Ich hätte wohl auch was spielen sollen, hätten wir diese Runde gewinnen können. Ich habe irgendwie damit gerechnet, irgendwas wird da schon sein zwischen diesen zwei verdeckten Karten, aber da war nichts zwischen diesen zwei verdeckten Karten. Ach, Adiga der Auslöscher. Mhm. Notvorräte? Ah, oh, jetzt kriegen sie wieder Lebenspunkte. Okay, opfern nur die Notvorräte. Dann egal. Sind ja nur 1000. Ein Duel Master Spiel und das geniale 10 von 10 Tutorial. Ja, das war ein tolles Spiel, das Duel Master Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Turm im Exil. Hm.
Okay. Grabumkehr. Ja, ich nehme mal Fian zurück. Oh. Ja, Grabumkehr ist hier also auch noch erlaubt. Okay. Grabumkehr ist eine tolle Karte. Du gewinnst. Ja, also das ist die Strategie. Von wegen Legende im Spiel mit keiner Strategie. Seine Strategie ist Grabumkehr. Das ist eine ziemlich fiese Strategie sogar. Ist wirklich gut. Ich war nicht schlecht, aber es hat nicht gereicht. Mhm. Wunderbar, wir haben ein Tag-Duell gewonnen. Ist das das erste Mal, dass wir ein Tag-Duell gewonnen haben? Ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir noch Pivin und Pablo. Ugh. Tja, ich weiß nicht. Ja, was soll's, auf zum Duell? Wir verloren. Ich würde ja sagen, vielleicht dürfen wir Cyberdrache spielen, aber wenn wir verloren, dann wir auch mit Jayden anfangen. Das ist nicht gut.